Wieso ich froh bin, dass die Inder Kokosnüsse als Bongs benutzt haben und wie daraus unsere heutigen Shishas entstanden sind, erzähle ich euch in diesem Video, die Geschichte der Shisha. Der Konsum von Shisha-Tabak hat mit 40% deutlich zugenommen. Und zwar um die 25 Gramm Packung. Shisha, Shisha! Hallöchen! Was sind so meine Lieblingspfeifen gewesen? Alle der Gelder aus illegalem Wasserpfeifen-Tabak. To make it more smoky. In dieser Shisha-Bar. Der Yunamoto Dore, Roger. Just get to this expo worldwide. Hookah. An Oriental Tobacco. Und aus der Shisha-Bar kommen wie Doppelapfeltraube. Der His Hookah is no good. In Deutschland rauchen mittlerweile über 20% der 18- bis 25-Jährigen Shisha. Die Zahlen sind aus 2018 und damit heute wahrscheinlich noch viel höher. Allerdings kennen die wenigsten die Geschichte und die Herkunft der Shisha. Wo sie als erstes auftauchte, wie sie sich weiterentwickelte und dann auf der ganzen Welt verbreitete, erzähle ich euch in diesem Video. Die allerersten Shisha-ähnlichen Geräte wurden in Indien entdeckt. Ein Bong-ähnliches Gebilde, das meist zum Konsumieren von Opium benutzt wurde. Eine Kokosnuss bildete die Bowl, darin steckte ein Bambusstab als Rauchsäule, für den Schlauch wurde ein etwas dünnerer Bambushalm benutzt und von Wasser wurde hier noch gar nicht geredet, genauso wenig wie von Tabak. Allerdings bezieht sich der Name Shisha oft ja auf die Glasbowl selbst. Diese fehlte hier aber noch und es wurde auch noch kein Tabak geraucht. So heißt zum Beispiel das Hindu-Wort Hookah oder auch das arabische Wort Shisha vom türkischen Wort Shishe einfach nur Glasflasche. In der türkischen Sprache wird die Wasserpfeife Nagile genannt. Dieser Begriff kommt von dem persischen Wort Nagile, was Kokosnuss bedeutet und geht zuletzt auf das altindische Wort Narikela zurück. Die Geschichte zu der Entstehung von den ersten Shishas ist nicht ganz eindeutig und es gibt zwei Theorien. Zu der ersten gibt es aber deutlich mehr Übermittlungen und deswegen gilt diese wahrscheinlicher als richtig. Zu Zeiten des Kolonialismus Portugals gelangten Missionare aus Portugal nach Indien. Sie brachten Tabak mit in die Stadt Fatehpur Sikri und präsentierten diesen dem dort herrschenden Mogul Akbar. Er lebte von 1542 bis 1605. Sein Arzt, Hakim Abdul Fat Gilani, hatte Bedenken, den Tabak direkt zu rauchen und überzeugte den Mogul damit zu warten, bis er sich etwas überlegt hatte. Daraufhin erfand er ein Gerät, bei dem der Rauch zuerst durch Wasser gefiltert wurde und nannte dies Galyan. Fun Fact, in Russland heißt heute Shisha immer noch Kalyan. So wurde Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts die eigentliche Shisha in Indien erfunden. Sie erfuhr unter den noblen Indern einen regelrechten Boom. Die indische Glasindustrie erlebte zu dieser Zeit ihren ersten Aufschwung, exportierte Waren über die East India Company, aber stellte wohl auch die ersten industriell gefertigten Shisha-Bowls her. Schläuche wurden aufwendig aus Leder gefertigt und die Pfeife selbst, soweit bekannt, größtenteils aus Bambus und anderen Hölzern oder dünnen Metallen. Die zweite Theorie ist deutlich vager und nur zu kleinen Teilen übermittelt. Allerdings gibt es wohl einen Vierzeiler des persischen Poeten Ali Shirazi, der von der Benutzung einer Galyan durch einen iranischen Schah, das heißt König, berichtete. Dieser König lebte aber von 1514 bis 1576, was bedeuten würde, dass dies die erste Übermittlung einer Shisha sei. Allerdings gibt es zu dieser Theorie, wie gesagt, nur diesen einen Vierzeiler und deswegen geht man nicht davon aus, dass es stimmt. Aus Indien verteilte sich die Shisha dann langsam über den Globus. In den folgenden Jahrhunderten vor allem im Raum des damaligen Osmanischen Reichs, das sich von Griechenland über die Türkei hinweg in den arabischen Raum und sogar nach Nordafrika erstreckte. Also basically genau die Länder, wo Shisha eigentlich am herkömmlichsten ist. Im 17. Jahrhundert wurde die Shisha in Persien immer beliebter und wurde Teil der Kultur. Dort wurde vor allem dunkler Tabak mit dem Namen Ajami geraucht. Damals wurden Tabakblätter aufgewickelt zu einer Art Wurst, worauf dann die Kohle direkt gelegt wurde. Persische Künstler nahmen sich der Shisha an und verschönerten sie aufwendig mit Holzverzierungen und Schnitzereien. Es wurde normal, dass auch einfache Bürger häufig Shisha rauchen und noble Leute, wie auch zum Beispiel der Schah, hatten eigens Diener, die sich um die Zubereitung der Shisha kümmerten. Also basically die erste private Shisha-Bar. Im 18. Jahrhundert gewann die Shisha die Gunst der gehobenen Leute in der Türkei. Dank dem Fortschritt in der Schmiedekunst wurde sie aufwendig aus Messing hergestellt und mit viel Schmuck und religiösen Symbolen versehen. Man könnte sagen, dass dies die Geburtsstunde der auch heute noch bekannten Tradi-Pfeife war. Es war üblich, nach einem wichtigen Treffen oder bei Gästen, denen man Vertrauen oder Nähe symbolisieren will, eine Shisha zu rauchen. Auch hier wurde überwiegend der sogenannte Tombak geraucht, eine Technik, bei der die Tabakblätter um einen Träger gewickelt wurden und die Kohle direkt auf dem Tabak lag. Das war vor allem besonders stark und bot auch leider keinen richtig guten Geschmack. Eben nur Tabakgeschmack.
Das änderte sich im 19. Jahrhundert vermutlich zuerst in Ägypten. Dort begann man den Tabak mit Honig zu mixen und nannte diesen Mu'assel, was übersetzt auch einfach mit Honig heißt und verblüffend nah am heutigen Wort Molasse ist, oder? Anschließend wurden getrocknete Früchte wie zum Beispiel Trauben, Wassermelonen oder Minze hinzugefügt. Auch das Entlüftungsventil, das es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gab, wurde hier erfunden. Es diente dazu, den Tabak während dem Rauchen ein wenig zu kühlen und somit den Geschmack zu erhalten. Shisha wurde zu dieser Zeit so populär, dass sogenannte Shisha-Cafés entstanden, wo sich verschiedenste Leute zum Rauchen, Relaxen oder auch Unterhalten trafen. Während des 20. Jahrhunderts gab es keine bahnbrechende Neuerung. Jedoch verbreitete sich die Shisha-Kultur weiter in den vielen Ländern wie zum Beispiel Indien, Persien, Türkei, dem Nahen Osten, Israel und einigen weiteren. Jedoch wurde die Shisha dank der globalen Vernetzung und dem Auswandern der Menschen in die westliche Welt weit verbreitet. Die Immigranten brachten ihr kulturelles Gut mit in ihre neue Heimat und hierzu zählte für viele eben auch die Shisha. Im 21. Jahrhundert gewann die Shisha wieder deutlich mehr an Zuspruch. Zwischenzeitlich schon fast als altmodisch abgestempelt, wurde sie durch Jugendliche geradezu wiederbelebt. Heute ist die Shisha für viele Leute kaum aus dem Leben wegzudenken. Die Shisha-Bar-Kultur ist auch in Deutschland weit verbreitet und es bildete sich eine große Community. Auch der Shisha-Markt ist in vielen Ländern der Welt enorm gewachsen. Natürlich bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Russland, Spanien, Brasilien und der USA. Pfeifen sind moderner geworden und werden heutzutage aufwendig aus Edelstahl hergestellt, teilweise dank der Globalisierung in China, verschifft in die westliche Welt. Als Kohle wird Kokosnusskohle aus Indonesien verwendet. Die Tabakauswahl ist um ein Vielfaches größer geworden und nimmt ähnliche Züge an wie zum Beispiel der Weinmarkt. Stärke, Zusammensetzung und Herkunftsland sowie Pflanzenart sind für viele Shisha-Raucher ein wichtiger Faktor. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und welche Innovationen noch auf uns warten. Wie sehr seid ihr schon in Kontakt mit Shisha gekommen? Raucht ihr selbst Shisha? Kennt ihr Leute, die Shisha rauchen? Raucht ihr daheim oder in Bars? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem noch über einen Daumen nach oben, ein Abo oder wie gesagt einen Kommentar freuen. Bis dahin, macht's gut.